Hey, Hey. die Glossybox kam eben an. So sieht sie aus. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Glossybox. Sie werden nämlich jetzt 5. Und so sieht sie von innen aus. Das ist, glaube ich, die Glossy Inside Edition. Oder? Ja, happy. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und sie hat herzlichen. Wie sagt man das denn? Wie spricht man das aus mit der 5? Fünf. Five. Ja. Ja, hier, du 50. kriegst ja für die Preise. Und ich nehme wie immer einfach hier an der Seite was raus. Ich hab's 50. Als erstes hätten wir von Arven ein Thermalwasser. War halt schon ein paar Mal da drin und ich habe das auch schon in ein paar Ausführungen hier zu Hause. Kostet 2,95 €. das wenige hier oder? 50 Milliliter. Ja, also 2,95 € 50 Milliliter. Dann haben wir einmal New Beauty Shampoo. 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 Ein Free Sample Not for Sale. Finde ich nicht gut, dass sowas in der Box ist. Was ist das? Was hat das damit auf sich? Palter liest gerade. Hier, so sieht's aus. 75 Milliliter. Ich rieche mal. Exklusive Glossy Box, ein gerade neues Produkt zu testen. Okay, also ist das von irgendeiner Firma? Wir wissen nicht von welcher oder was. Um voreingenommen unsere Meinung zu sagen. Richtig. Aber hier hinten steht drauf P&G, also Procter & Gamble. Also, Ja, muss man es halt nicht an Affen testen, ne? Keine Tierversuche mehr, nicht bei Menschen. ja, ich finde das nicht so gut, weil halt hinten auch drauf steht, kostenlose Probe nicht für den Verkauf. Naja. Dann kommen wir. Yay, ein Nagellack von Catherine. Und ich finde, die haben immer solche Billigdeckel. Hier, das ist so ein Nude-Ton, würde ich sagen. Und sind 11 Milliliter, kostet 12,95 €. also 13 Euro. Wäre Produkt Nummer 3. Produkt Nummer 4 ist von Benefit. Genau, das habe ich auch schon in der Sneak Peek gesehen. Grimbrow heißt das so. Das ist halt so ein Brow Voluminizing Fiber Gel. So sieht das aus. Hast du schon gefunden? Nee, ich muss mehr erzählen. Ja, ist halt von Benefit. Guck hier, so ist die Verpackung. Ja, da ist es doch. Da ist es doch links. Ist doch Benefit, oder nicht? Ja. Ja, Palter hat es gefunden. Das hier Das ist. konnte ich nicht entnehmen, weil der Das Windi. hier ist eine 1-Gramm-Probe. Und wie viel kostet das Original und wie viel ist im Original drin? 3 Gramm und 26,50. 26,50 für 3 Gramm. Ja, wir haben jetzt hier 1 Gramm. Ich brauche eigentlich nichts für meine Augenbrauen. Die sind eigentlich immer in Ordnung. Aber es ist halt ein Benefit-Produkt und deswegen werden sich alle freuen. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Von Babymore ein multifunktionales Cremegel. So sieht der Shit aus. Und zur täglichen 24 Stunden Feuchtigkeitspflege mehr als Maske oder als Maske mit Feuchtigkeitsboost mit Meeresmineralien und Vitaminen. Normale bis Mischhaut. Hast du es schon gefunden? Palter sucht und sucht und sucht. Ja, ist halt vom Babymoor und ist eine Creme. Und ihr wisst, ich hasse Creme. Achso, ich hab's. Ja, kostet. 4,99 € 50 Milliliter. Ja, das hier ist dann ein Full-Size-Produkt. Ja, ist ein Full-Size-Produkt und ja, das war die Glossy-Box, von der ich leider nicht so begeistert bin. Gibst du mir einmal das Heftchen bitte? Nein. Gib mal bitte. Nein. Oh, gib doch mal bitte. Nein. Danke. Au. Die nächste Box wird die Ikonen Edition Deutschland sein. Und da kann man sich ein Design aussuchen. Müsst ihr einfach mal auf euer Glossybox-Profil gehen und dann unter Umfragen, wo es halt auch immer die Monatsumfrage und so gibt, da kann man sich ein Design aussuchen. Und jetzt steht hier auch die Österreich Edition, aber damit haben wir ja nichts zu tun. Und was wäre sonst noch so drin gewesen? Gucken wir mal schnell, was von Neutrogena. Zweimal was von Neutrogena, dann noch von Catrice ein Stift. Also ich bin froh, dass kein Catrice Lippenstift hier drin gewesen ist, weil den kriege ich halt auch um die Ecke bei DM, Rossmann, Müller, keine Ahnung wo. Dann wäre hier noch was von Rituals drin gewesen, das hätte ich gern gehabt, aber man kann nicht alles haben. Creme von Aldo Vandini
Und ja, ist so eine Naja-Box. Und was ich kurz noch erzählen wollte, Falter hat einen Glossybox-Gutschein gekriegt, quasi die erste Box umsonst. Und für die zweite zahlt er dann wieder, dafür kriege ich meine aber umsonst, weil ich genug Glossybox-Punkte habe. Ist die Box wie letzten Monat? Video verlinke ich euch oben auf dem i-Punkt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box fandet. Und dann würde ich sagen, das war das Alltagsleben mit Moni und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss! Sag tschö! Nö, du hast ja immer gesagt, es war doch mit Moni. Moni und Palta. Tschüss! Tschö! Okay, halt, stopp, ich habe doch noch ein Produkt gefunden und zwar von Catrice, ein Matte Lip Artist. Hier, so sieht er aus. Der war aber offen da drinne, deswegen ist er schon angedutscht und ja, ich werde ihn, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn benutzen werde.